Hallöchen, ihr Lieben, hier sind wieder Ralle und Milli. Moin, moin. Wir sind auf Customs, wir sind Scavs. Und, warte mal, ich muss mal gucken, wo stehst du denn? Stehst du irgendwo bei mir? Ja, da hinten stehst du, ne, an dem LKW. Hüpf mal. Ja, wo bist du? Hüpf, ja, hier, guck mal hinten an die Straße runter. An die Ecke hinter dir. Hier. Jo. Cool, dann können wir über den Garagenhof schon mal gehen, warte mal. So, raus. Factory for Körner, Scav Checkpoint. Military, alles auf der anderen Seite. Okay. Ja, die gleichen. Wie viel Zeit haben wir noch? Habe ich gar nicht geguckt. 20 Minuten, okay. So. Wollen wir mal ein bisschen gucken. Da drüben rechts ist Big Red. Da könnten wir eigentlich auch hingehen. Das große Lagerhaus da hinter der Mauer. Siehst du das? Ja. Da müssen wir, gehen wir aber hinten raus hier wieder und gehen wir darum. Sollte funktionieren, hoffe ich. Clowns-Team, ehrlich. Ha, Trick 17, ey. Mega. Ausdauer hat es blöd, geil. Was habe ich eigentlich für eine Waffe hier? Die Saiga. Okay. Naja, warum nicht? Ist da jemand? Hallo. Das Doof ist, dass es zappenduster ist, ne? Ja. Können wir jetzt hier reingehen? Ah ne, drinnen brennt Licht. Das ist ja. Brennt hier immer Licht? Das sehe ich gerade zum ersten Mal, dass hier Licht an ist. Oh, sag bloß, warte mal, ist die Tür da oben auf? Da müsst ihr nämlich für eine Quest eigentlich rein. Aber ich habe den Schlüssel noch nicht. Aber ich glaube, wir nehmen mit dem Scav. Ich sehe hier auch nichts. Nee. Ist zu. Wirklich duster. Das ist echt dunkel hier drin. Ich habe keine Ahnung, wo die Sachen liegen. Ne? Irgendwo hier hinten, auf der Seite hier hinten. Ja, ich bin ganz andere Seite. Okay. Na, so andere Seite bist du gar nicht. Hinter dir. Ah, okay. Da hast du gerade eine Kiste übersehen, glaube ich, hier. Wurde mir nicht angezeigt. Ich bin extra drüber gegangen mit der Maus. Nee, du bist auch zu reich. Wahrscheinlich hat er deswegen gesagt, ach, eine Pistole. Willst du eine Pistole? Wenn du den nimmst, nimm ich den mit. Ich hab's ja schon in der Hand, aber... Okay. Bin nee, ich drauf. Bin ich drauf angewiesen. Jetzt Pistol Run ist auch witzig, aber. Ey, wie schön die Taschenlampe wäre. Mhm. Gibt's noch ein paar Spots? Ja, in den Regalen hier manchmal, aber es sieht so aus, als wäre hier schon wer gewesen. Hm. Hier ist auch noch eine Kiste. Da, hier kannst du mal eine Waffenkiste hier drauf. Dück, 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 dück. Ja, gebremst, ey. Ja, schöner Sprint. Waffenteile. Ja. Manchmal ist es geil, zu Dorms zu laufen und da Reste zu plündern. Das könnten wir eigentlich probieren. Ja, weil da liegen oft Leichen rum, die man dann plündern kann. So Leichen flattern ist. Oder. Bitte? Leichen oder MC. Sowohl als auch. Scheiße, wie kommen wir jetzt hier raus? Kommen wir irgendwo rüber? Ja, da vorne. Glaube ich. MPC auch in der Auswahl des Jugendwortes des Jahres, ne? Ist das so? Ja. Wenn jemand einfach super langweilig ist. Man gar keinen Bock auf den hat, dann ist das in der Jugendsprache anscheinend ein PC. Warte mal, komm ich hier, ich will mal was testen. Komm ich hier durch? Ja, ja mega. Jo.
Oh, da drüben hatte ich letztens auch einen Fight. Ich will nicht zu viel verraten, weil die Folge kommt erst raus. Das ist das Crackhaus, das so nennt man das irgendwie. Da gibt es Medikamente und sowas. Ja. Und da habe ich erst einen Spieler überrascht, der da reinkam, als ich drin war. Den konnte ich mir ganz gut schnappen. Ja, und dann ging die wilde Jagd los. Es war schon übel. Warte mal. Nee, verrat nicht zu viel. Guck ihn gerne an. Nee, nee. Warte, ich glaube, hier hinten irgendwo war noch ein Spawn. Hier drunter war das hier. In den Büschen. Ja, hier. Hier, ja, nimm doch. Reingucken. Der ist auch. Doch, bin schon dabei. Und eine Mütze. Komm, ich zeig dir mal das Crackhaus. Okay. Hier steht ein Scav, nicht erschrecken. So. Noch einer. Ja, zwei Scavs hier. Hier oben hatte ich auch richtig üble Fights. Hier rechts ist noch eine Kiste, wenn du reingucken möchtest. Dich erkenne ich gerade ganz gut anhand deiner Maske. Eine spooky Maske, ja. Schön. So, wie viel Zeit haben wir noch? 15 Minuten. Ach, wir gehen Dorms plündern. Das Crackhaus, ich zeig's dir nochmal ganz kurz, wo es wäre. Guck mal da rechts rüber, siehst du da diesen Aufbau hier, das Haus da in der Ecke, wo ich hingucke? Ja. Hinterm Zaun, da ist das Crackhaus. Okay, gut zu wissen. Das sogenannte. Aber wir gucken jetzt, dass wir zu Dorms kommen. Ich hoffe, dass wir keine Spieler mehr treffen. Die kommen nicht mehr alle raus. Ja, ja. Weapon Repair Kit? Das ist ja geil. Kann man's, wie viel Platz nimmt das weg? Waren das eigentlich deine Schritte oder waren das Schüsse? Schüsse oben hier, oben an diesem Skelettgebäude da vor uns, rechts oben. Wir laufen deswegen da rüber. Einer, ne? Eine Leiche oder wo? Leiche, ja, sorry. Okay. Ja, das Gerippe kommt irgendwie bekannt vor. Wir gehen jetzt auf die andere Straßenseite in den Wald. Genau, und renn jetzt hier rechts hoch zu Dorms. Und da hoffe ich, dass da keiner mehr ist. Entweder kann man da so ganz gut looten in den Räumen, oder aber da liegen Leichen, das ist immer ganz witzig. Gerade wenn Spielerleichen da sind. Nein, das war schon wieder ein Jackpot. Hier ist es schon. Ja, einladen. Ne? Fuck. Tür hier oben ist auf. Natürlich jetzt halt auch, wo ich keine 360 Grad höre. Warte, da rennt unten wer? Anderes Gebäude, zwei Leute. Schießt du? Ja, das war ein Spieler. Sind unten durch den Haupteingang rein. Vorsicht. Wolltest du versuchen, die zu holen, oder? Sie sahen gut equipped aus. Ich habe ihm nur hinterher geschossen. Ich habe gesagt, ich habe einen Glückstreffer. Wenn wir das so versuchen, kann es sein, dass die uns gleich weghauen. Vielleicht hauen die auch einfach ab. Ich glaube, wir können Risiko eingehen. Nee, wäre schade drum, ja. Kann man hier aufmachen oder nicht? Manche, musst du gucken, ob Breach dran steht oder Open. Vorsicht am Fenster, wenn die von drüben gucken. Ja, ich gehe geduckt rein. Da ist auch nichts drin. Hier ist noch eine Waffenkiste. Oh, was ist denn eine Mosin? Ich habe keinen Platz mehr, falls du sie haben willst. Ja, was hast du da drin? Limousine ist hier eine Waffe. Eine Waffenkiste.
Also in den Waffenslot geht die nicht, die musst du irgendwie ins Inventar packen, wenn. Ja, das jetzt hinkriegen. Ey, ist das alles bescheuert hier. Da bin ich auch voll. Prinzipiell. Wo bist du lang? Da, ja. Hier bin ich. Ups. Was, ups? Ich hab eine Tür versucht einzutreten. Also ich hab nichts gehört. Hast du nicht? Nee. Was mit deinem Headset nicht in Ordnung? Ich hab direkt neben dir gegen eine Tür gelatscht. Nee, kam bei mir nichts durch. Oh krass. Ja, da haben wir das Gebäude hier durch, ne? Mhm. Etage. Ja. Wir können auch höher gehen. Wir müssen ein bisschen die Zeit im Blick behalten. 10 Minuten noch. Warte mal, wir sind Dorms. Wo müssen wir hin? Hier oben. Können wir irgendwo hier oben raus? Old Road Gate. Ja, da braucht man aber... Braucht man als Scav auch Geld dafür? Nee, ne? Weiß ich nicht. Nee, da können wir, glaube ich, raus. Direkt hier hinter Dorms könnten wir raus als Scav. Das ist ja praktisch. Okay. Müssten wir mal ausprobieren, aber... noch mal hoch. Also nördlich von uns, Richtung Zaun. Ich habe immer noch keinen Kompass, also mit der Himmelsrichtung komme ich nicht weiter. Okay. Wo hast du den damals gefunden? Ich glaube, den gab es irgendwann als Quest. Nee, ich glaube, den gab es für eine Quest als Belohnung. Ich stehe noch was zu trinken, ich kann aber echt nichts mehr mitnehmen. Siehst du für dich weiter. Oh. Fest. Hier stehen zwei, bist du das? Hä? Hier stehen zwei. Nee, ich bin das nicht. Ich bin andere Seite lang gegangen. Sind das Spieler oder Scavs? Die haben Helme auf alles. Das sind doch Spieler. Siehst du die? Зачем лечо? Sprichst du Russisch? Ja. Die haben doch Helme auf und Waffen, aber die haben keine Rucksäcke, nix. Sehen die dich nicht, oder was? Ich weiß es nicht, aber... Der eine hat hier ein richtiges Visier auf der Waffe. Sind das Kevs, verdammte Axt? Weiß ich nicht. Ich will es noch nicht herausfinden. Wo bist du jetzt hin? Ich stehe hier hinter der Ecke, hier. Bin hinter dir. Hallo. Hinter dir. Ach, okay. Er ist so duster. Nein, was? Hier stehen echt viele Menschen rum. Ja. Hier, Party? Ja, hier ist Party. Ich schieß hier nicht. Nee, lass mal lieber. So, hier gibt es irgendwie einen Trick, dass man hier runterkommt, ohne sich die Beine zu brechen. Hier irgendwie auf den Zaun springen, genau. Ich probiere das jetzt mal aus, mit dem Scav tut es nicht ganz so weh, hoffe ich. Okay, hat geklappt, nicht gebrochen. Ja, meine Beine tun weh. Okay. Kannst du noch laufen? Ja. Wo bist du hin? Ja, warte mal. Ich bin noch beim Zaun. Ja, ich komme hier hin. Warte, ich dachte, du bist hinter mir. Warte. Ich bin hier neben dir, warte. Hörst du mich? Hier? Nee, ich seh dich. Alles gut. Okay, folge mir. Jetzt seht ihr nicht mehr, doch da. Alles gut. Boah. Das ist schlimm hier. Wir gehen Richtung Sonne. Guck, hier ist nämlich ein Ausgang. Ja, geil. Ich weiß immer noch nicht, also eben die vier, wenn das Spieler waren, aber wenn ich einen Schuss abgegeben hätte, hätten mich drei andere getötet. Also. Ja, ich weiß nicht, was Spieler waren. Gibt es so gut ausgerüstete Scav-Truppen? Ja, was muss schon ein krasser Zufall sein? Vier Leute mit Helm? Ich weiß nicht. Die standen da ja fast AFK.
Ja. Aber das waren doch, also du als vier Skeffs gleichzeitig, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Juti, ich sage erstmal danke bis hierhin. Wir machen einen kurzen Break und sehen uns gleich in der PMC-Runde. Und da sind wir auch schon wieder. PMC-Runde. Wir sind auf Woods, Aldi, weil es gibt eine Daily, die ich habe. Wir müssen da überleben und außerdem mögen wir die Karte. Ei, ei. So, ich Ich stehe sehe ja am kaum was. Fluss. Warte eben. Hier, ich bin hinter dir. Oha. Wenn du die jetzt Ja, irgendwo hier. hinschmeißt, hoffe ich, ich finde sie. Da ist sie. Gott. Ja, wunderlich nicht. Alter Vater. Ja, man sieht kaum was. Die nimmt hier die Sicht. Hast du noch Wie das andere gucke ich durchs große Magazin? Visier? Ich habe die zwei Magazine hingelegt. Scheiße, wohin denn? Da, wo wir eben standen. Ja, die Waffe hat er doch weggeschmissen. Ja, die waren auch ein paar Meter vor. Geht ja gut los. Nein. Warte, ich gebe nur eins ab. Dann aber hier Aber vorne. ja, irgendwo, wo wir gucken können. Ja. Bis bald. Ich bin hier. Jo, das sehe ich. Dankeschön. Ja, die anderen müssen aber auch hier sein. Er ist auch schlau, das mit Gras runterzuwerfen, ne? Gucke auch nochmal Wow. mit. Ist das eine Runde, wenn wir so anfangen? Du Gleich siehst werden von extern wirklich lustig aus. Ey, hast du wir. eine Kontaktlinse verloren? Ich hab doch meine Kontaktlinse. Oh. Ach, ich warte, hier liegt eins. Da müssen wir beide hier liegen. Hier liegt das andere auch. Das lasse ich liegen, das kannst du dir nehmen. Hier vor Ja, mir. okay. Oh Gott sei Dank. Ja. Okay. Okay, jetzt muss man sagen, wie ich unter das unterste Visier durchgucke. Ja. Das ist ein Nee, Kombi. mit alt ist irgendwie, altrechtig ist, da stellt man nur die Farbe um. Warte mal. Gott, wie war denn das? Steuerung. Ach, Steuerung. Ja. Ah ja, Alles das klar. ist ja mal ein geiler Zoom. Eieiei. Gut. Was ist denn das für ein Visier? Mit und Bänder. Vorne RN34, klar. Rack. Krass. Das hier, ne? Das war alles dran, ne? Oh nein. Hast geschossen? Nein, das war ich nicht. Wo müssen wir überhaupt raus? Wir haben 37 Minuten. Wir können Outskirts runter, alles klar. Oha. Hier, bist du hinter mir? Ich bin ja Ja. links von uns wird geschossen. Eieiei, dieses Visier, ne? Das ist geil, dass du so wechseln kannst, finde ich gut. Jetzt nicht mehr zurückwechseln, was soll das denn jetzt? Ich verstehe das nicht, ich kann jetzt nicht mehr zurückwechseln. Nee, mit Muss ich oben Steuerung. drücken? Ja, drücke ich. Ist hier Geht nicht. nichts. Okay. Nee. Das ist ja Panne. Gott, ich muss ja kurz irgendwie meine Helligkeit einstellen hier. Nee, lässt du mich nicht zurückwechseln. Ja, wechsel mal die Waffe doch oder so. Wechsel mal auf Waffe 2 und wieder 1 oder so. Oder hast du nur eine mit? Nee. Vielleicht funktioniert es dann. Ist So, das jetzt scheiße. geht's. Steuerung und Visieren. Ah, alles klar. Steuerung rechtsklick. So. Genau. Wo bist du hin? Bin hier in der Holzhütte neben dir. Hier, hinter dir. Ja. Okay.
Gucken, dass hier keine Scavs kommen. Oh Gott. Der klingt schon so, als würde der auf dem Weg hierher sein. Mehrere, ne? Ja, klingt auch nicht gerade klein, die Waffe. Ich bin hier hinter dem Gehölz jetzt hinten rum. Ja, ich sehe dich. Ich habe hier keine Räume, keine Audio-Orientierung mit dem Headset. Da rennt wer? Rechts von uns, gleich am Weg. Vorne rechts. Schießt du? Ich sehe nichts. Nee, ich schieße noch nicht. Ich höre ihn nur. Alter. Ich hab irgendeine Quest erledigt. Und hast ihn erwischt? Ich hab ihn erwischt, ja. Ich hab den voll schlecht gesehen. Ich hab ihn nichts. Oh, links wird immer noch, der liegt da hinterm Zaun im Busch. Ich heil mich mal kurz. Geil. Das ist ja wie. Was sagst du? Ich sehe den einfach nicht. Ich bin da gerade echt blind. Ich komme mal mit dahin. Der muss auch weiter hinten sein. Ich hab da hier geschossen. Hier muss er doch sein. Ah, hier liegt er. Okay. Mann, was ist neu los mit mir? Alter. Das ist wie Sommer in Deutschland, ne? Das ist auch der Folgentitel. Ja. Sommer in Deutschland? Ich finde, das passt irgendwie. Ach geil, wenn du in dem großen, alter Gewitter, wenn du in dem großen Zoom bist, drück mal die Alt-Taste. Dann? Merkst du dann? Hält mir die Luft an? Nee. Dann veränderst du nochmal die Zoom-Stufe. Ach du Scheiße. Ja, ich hab ihn gelootet. Gehen wir weiter. Hier oben rechts. Ja, ich hab es schießt wer? Ich sagte, wenn ich schießt, verzieht die aber, ey. Alter, das Wetter ist übel. Ganz durchnässt schon. So, wenn ihr euch über die Waffen wundert, die wir hier haben, das ist Pre-Wipe und irgendwie hatten wir Geld. Also, um ehrlich zu sein, Ralle war so lieb und war shoppen. Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin ein Stück weiter. Ach, da. Da bist du. Ja, aber es haben gerade alle Geld, das ist das Problem. Vor uns links wird irgendwo geschossen. Ja, ich guck da, ich seh da nichts. Wollt ihr ins Haus oder wo willst du hin? Ich hab mir nur den Zwieback oder was das war da genommen. Ich würde gern wissen, wo die gerade schießen hier. Mal gucken, dass wir nicht ans Kartenende stoßen irgendwo. Ja, da bist du Profi, ne? Mhm. Geil, also so. Wenn man in dem Spiel jetzt noch keine Angst hatte, spätestens jetzt mit dem Gewitter fängt es an, ey. Bist du jetzt Gewitter fühlig oder was? Ja, ne, eigentlich nicht. Da vorne an der Brücke ist auf jeden Fall ein Ausgang, theoretisch. Also Scat Bridge oder? Mhm, genau, aber. Da kommen wir jetzt nicht raus. Nur ein Scav-Ausgang. Ja, wir wollen ja noch nicht raus, oder? Nee.
Eigentlich wäre es schön, wenn wir noch da. Da oben ist der Skeff-Checkpoint oder wieder Skeff. Irgendwas. Da gibt es auch immer Skeffs. Heißt du, willst hoch oder? Ich bin mir noch nicht sicher. Hier rechts vor uns sind auch Skeffs manchmal. Sehe ich jetzt gerade nichts. Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch, oder? Ja, warum nicht? Was kostet. Oder wollen wir erstmal hier rechts looten an der Brücke? Können wir auch. Das ist naheliegender, ne? Ja. Das ist ja mau hier. Ja, hier ist auch nichts. Das ist wirklich gar nichts. Nee. Fährst du irgendwo hier rum oder bist du schon weiter? Ich bin hier hinten. Dreh ich mal um. Hinter dir? Hier? Hier? Ja. Ey, du bist durch andere Spiele so verwöhnt, ne? Überall hast du ein Radar im Parkour, wo deine Freunde sind. Ja, ja. Du siehst den Namen über dem Kopf irgendwo. Selbst bei, nee, Fallujah, war das da auch? Hat man da gesehen, wo man ist? Nee. Ja, auf dem Radar konntest du es. Ach, stimmt, sehen. Das stimmt. Und das schluckt das Gewitter nicht, das ganze Licht. Hier sind Skeps, sagst du? Ja, hier können welche sein. Hier ist eine Kiste, ich loote kurz. Eieiei. Hier ist hier schon leer. Oder hier war noch nie was, das weiß ich natürlich nicht. Ich bin hochgegangen, die Treppe. Boah, ist der Regen laut, ne? Ich find's eigentlich ganz geil. Ja, Atmosphäre hat das. Ich hoffe, ihr hört uns trotzdem ein bisschen, wenn wir reden. Wäre ja schon hilfreich. Gehen wir Richtung Outskirts, würde ich sagen, langsam. Ist ja noch ein weiter Weg. Ich beneide dich so, dass du einen Regenschutz auf deinem Helm hast, ne? Als hättest du es gewusst. Stimmt! Wie witzig. Warte, ich guck mal kurz auf den Kompass. So. Okay, da ist Süden. Wir müssen ja eine Regenrunde gemacht. Das ist jetzt die zweite. Irgendwie, irgendwie nerviger. Ja, dieser Niesel, wo du die ganze Zeit das Gefühl. Wo bist du hinter dem? Ja. Hinter dir. Wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, das knistert so komisch und du siehst gar keinen Regen, das ist auch nervig. Ja. Aber das hier ist ja richtig übel. Im Blickfeld ist es halt super nervig. Da vorne bei den Autos auf der Straße können Sachen spawnen. Also. Da sind zwei Kisten zum Looten. Ja, dann gucken wir doch mal. Schade, dass wir nicht im Süden gespawnt sind. Ich wäre so gern zum Military und so gegangen, ne? Da rechts in dem. Ne, hier in dem Kofferraum, hier. Liegt eine Leiter. Kann man die auch? Nee. Okay. Hier ist eine Kiste für dich, hier drin. Jo. Hier die große, da gucke ich mal rein, nur ob was drin ist. Und Munition. Thermometer.
Dann springt man von da so. Und ich bin schon überladen, ne? Ja, das ist immer übel. Ich hab auch schon, mein Rucksack ist voll jetzt. Ja, ganz voll bin ich noch nicht. Ich werde echt das Taschen heute mal dabei. Gewitter? Ja, wir müssen da fliegen. Boah, das Gewitter. Überall! Geht im Regen Essen trinken schneller leer? Was möchtest du lernen? Essen trinken. Im Regen verbraucht man dann mehr. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Du hockst wo? Vor dir. Einfach noch ein Stück weiter runter in der Wiese. Ja, alles klar. Ich esse kurz irgendwas Ekliges. Irgendwo hier an einem Buschbaum, irgendwo ist noch so ein Stash. Einen finde ich irgendwie nie. Hm. Ja, ja. Vielleicht ein anderes Mal. Ja. Bin hinter dir. Ja, ich halt nur im Auge, wo du bist. Habe ich ein bisschen eingestellt. Warte mal, was habe ich denn? Ich kann mal kurz gucken. Control. Sensitivity 0,4 und bei Aiming 0,45. Okay. Ja, weil das halt schon angesprochen wird. Mhm. Kurz mal auf der Karte gucken. Lauf hier rüber. Ja, bin ich ehrlich. Bist du? Shit. Jo. Ich hätte gesagt, rechts von uns. Ich kann's heute nicht ordnen. Ich hab heute ein echt beschissenes Headset auf. Wieder nochmal runter gucken, ob ich irgendwas sehen kann. Ey, wenn du da durchschaltest, das hört man bis bei mir, ne? Ist laut, ne? Ja. Komm zurück. Natürlich alle diese Waffen mit Schalldämpfer und Mega-Visier und hast du nicht gesehen, ne? Ja, klar, natürlich. Das ist so übel. Ob mir es jetzt so gut gefällt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, weil es gibt welche, die können damit einfach umgehen im Gegensatz zu uns. Ja, ich hab grad drei Schüsse gebraucht. Oh, warte mal. Der Airdrop. Ich höre den Airdrop kommen. Bis ich gelernt habe, dass das kein Rauschen im Ohren ist, weil ich mich verloren habe. Ich laufe hier durch die, über die Wiese. Okay.
von rechts. Naja. Da hinten ist der Posten, wo wir das letzte Mal festhingen, du erinnerst dich? Ja. Von da ist es nicht mehr weit zu den Outskirts. Das war, glaube ich, eine Granate. Oder ein Granat? Granate. Granate, okay. Ich glaube, da hinten läuft wer im Wald, oder habe ich gerade nur einen Baum gesehen? Warte mal. Oh, ich höre. Skeff. Ich weiß noch nicht wo. Hier hinter, glaube ich. Okay, er ist down, der Skev. Ich habe so blöd gegen die Kante geschossen. Bitte? Ja, guck mal in den. Der andere liegt noch auf der Straße, da gucke ich jetzt gerade mal nicht rein. So, ich bin wieder geheilt, das ist schön. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Sagt mein Magazin. Das war's. Fewer than 5. Das ist schlecht, dann lade ich mal nach. Oh, die Box ist voll. Oh Gott, 3 Kugeln nur. Passt da nicht rein. Oh. So, jetzt bin ich wirklich voll. Also ich kein freien Slot mehr. Der hat einen riesen Rig. Ich glaube, ich tausche mal meinen Rig gegen das hier. Nehmen seins mit, klar. Bist du rechts im Wald voraus? Richtung Outskirts, glaube ich. Bist du schon wieder mobil? Ja, ich loote den hier drüben gerade. Was hat denn der für einen Helm? Sag mal. Stufe 3 Helm, das ist meiner. Auch Stufe 3, okay. Dann nicht. Okay. Der hat eine Shotgun mit Taschenlampe. Ich glaube, die könnte ich für eine Quest. Könnte ich für eine Quest gebrauchen, glaube ich. Mal, kann ich die hier reinpacken? Jo. Nehme ich mal mit. Die Straße runter geht's zur Outskirts hier. Wir sollten am Waldrand laufen. Kommst du mit? Kommst du mit? Ja, ja. Warte mal, kann man von hier irgendwie snipen? Dann mal übers freie Feld nach rechts. Das letzte Mal lang gekrochen, kannst du nicht sagen. Natürlich wird das jetzt ganz leise, wo wir zum Ausgang müssen, ne? Klar. Ja, natürlich. Bis auf Skeft haben wir jetzt auch noch nichts gesehen. Was nicht schlimm ist, Spieler wären nicht gut. Ja, ich finde das auch in Ordnung. Da hinten ist das Skeffhaus rechts über die Straße. Na. Da läuft einer. Der ist hinter das Haus gelaufen. Da laufen 2. Das sind Spieler bestimmt. Am Skeffhaus direkt, ja? Ja. Der sieht aus wie Skeff. Oder ganz schlecht equipped. Links vom Skeffhaus rennt er jetzt weg. Okay. Waren auf alle Fälle 2. Ja, da ist noch wer.
Rennt rechts weg einer. Gott, ist das in dem Zoom übel. Bist du? Mit Schalldämpfer, dachte ich. Oh Gott, wie hält man denn den Dings still? Den Alt? Ach so. Oh Gott, der zuckt so. Rechts von dem Stein ist er. Oh, ich habe ihn einmal getroffen, glaube ich. Rechts ist noch einer. Bewegen sich auf alle Fälle weg. Ich gehe mal ein bisschen hier in Deckung runter. Da hinten sind noch zwei. Die laufen weg. In welche Richtung laufen sie? Nach rechts. Okay. Wächst du mittlerweile? Ich stehe links, ich sehe sie gerade nicht mehr. Aber mein Dings eben, ich weiß nicht, ob es am Ausdauerbalken lag. Wo bist du? Hier oben am Baum, oder? Ich sehe dich, ja. Wollen wir ein Stück weiter runter hier zum Holzlager? Können wir. Können auch noch Scaffs sein. Ja. Oh, hier, das ist ein Karkit zum Heilen. Ja, ich hab alles voll. Ich kann wirklich nichts mehr mitnehmen. Okay. Dann bin ich mir das halt. Ich wollte nur nicht so Ninjan, weißt du? Nimm alles mit. Ja, nehme ich jetzt noch mit. Was ich tragen kann. Jetzt, endet das auch schon. Karkit, was kann ich denn ja? Komm, trink das Wasser aus. So. Aber eigentlich brauche ich den Platz hier. Komm, die scheiß Munition schmeiße ich weg. Ich weiß nicht, ob die scheiße ist, aber ich nehme sie trotzdem weg. Ich brauche den Platz. Ich bin hinter dir. Ja. Wenn wir hier durch den Wald gehen, kommen wir zu Outskirts. Oder wir gucken jetzt in Offensive Richtung. Wer hat geschossen? Ich nicht. Keine Ahnung, wo es herkommt. Hinter uns. Scaff. Ich wurde getroffen. Der ist da, wo wir gerade hergekommen sind. Ja, lebst du noch? Ja. Ich muss mir eben heilen. Okay, ich versuche ihn zu pushen. Ich höre ihn husten. Ich bin rechte Seite, gleich neben mich schießen. Der ist hinter der Hütte irgendwo. Hab ihn. Oh, ich hätte dich fast erschossen, ey. Der hat ja ein ganz großes Rig, falls du das noch willst. Ein Tarzan-Rig. Nee, alles gut. Okay. Schmerzmittel und ein Wallet, das nehmen wir noch mit. Ich muss auch immer Schmerzmittel nehmen. Schmerzmittel? Ach, ja, mein Trinken ist gleich auch leer. Ja? Ja, wir so. Oh, das ist falsche Taste. Ich wurde erschossen. Ich wurde erschossen. Erschossen? Ja. Von wo? Weiß ich nicht. Fuck. Bin down. Oh fuck. Mr. Sister Fister. Ja. Ich hatte so viel. Hier sniped einer her. Hey, du richtig Glück, übel. Dass ich gerade nicht abgeschossen habe. Hinter mir läuft einer. Zwei Leute, glaube ich.
Du schießt einer durch die Hütte. Okay. Ey, der hat durch die Hütte und dann kam er rein. Ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen, aber er hat mich erwischt. Ja, die freuen sich, wenn sie nicht die, sowieso schnell tun. Ja, die waren so equipped, dass die von uns nichts brauchen. Die machen sich nur einen Spaß. I fuck my grandma. Okay, lass mal das mal so stehen. I fuck my grandma. Zwei Scaps habe ich ja. Mit Headshots. Ja, G28. Okay, 1000 EP, das war doch nett. Ich sag an dieser Stelle auf jeden Fall mal schönen Dank fürs Zugucken. Wir haben Woods leider nicht überlebt, das müssen wir nochmal probieren für die Quest. Und ich glaube, im Moment wird das hart, wenn die Spieler alle so equipped sind. Aber das finden wir raus in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao.